Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Joggler66, Stunde der Wahrheit. Heute habe ich mich hier eingefunden, um zu lesen, die Jesuiten in Europa während des 16. und 17. Jahrhunderts. Eine sehr interessante, normalerweise nirgendwo gelehrte Geschichte, die wir lesen in Abschnitt 2 des Buches Die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris. Es geht hier um verschiedene Kapitel, wenn ich richtig geschaut habe, sind es glaube ich 6 und wir fangen gleich an mit dem ersten Kapitel Italien, Portugal und Spanien, die Jesuiten in Europa während des 16. und 17. Jahrhunderts. Frankreich, schrieb Böhmer, ist die Geburtsstätte der Gesellschaft Jesu, aber ihr Programm und ihre Verfassung hat sie erst in Italien erhalten. In Italien hat sie daher auch zuerst Fuß gefasst und sich ausgebreitet. Jetzt werden viele sagen, von wieso kommen die Jesuiten aus Frankreich? Wir denken doch, die kommen aus Rom. Naja, die Initiierung des Jesuitenordens von Ignatius Loyola und seinen 6 Folgelingen war 1534, wie wir ja bereits im ersten Abschnitt gelesen hatten, in 2 Kirchen in Paris, in Notre-Dame und in der Saint-Denis-Kirche. Von daher ist die Gründung des Ordens aus Frankreich. Und natürlich dann später die Ordinierung des Ordens durch den Papst 1540, Paul III., natürlich in Rom. Der Autor beobachtet die wachsende Zahl der Kollegien. Das sind also Jesuitengymnasien mit Internat. Die gibt es ja heute auch reichlich, werden dann verkauft als Steinerschulen und was weiß ich nicht alles. Also der Autor betrachtet die wachsende Zahl der Kollegien und Jesuitenakademien, 128 im Jahre 1680 bereits. Er schreibt, mit welchem Erfolge lehrt noch eindrucksvoller aber die Geschichte der italienischen Kultur im 16. und 17. Jahrhundert. Wenn das gebildete Italien wieder kirchlich fromm wurde, sich wieder für Askese, also christliche Vollkommenheit im katholischen Sinne, und Heidenmission begeisterte, wieder mehr im Kirchenstile dichten und singen lernte und auch in Bild und Stein die Ideale der Kirche wieder mit größerem inneren Anteile zu verherrlichen begann, so ist das nicht zuletzt eine Frucht der Erziehung, welche die herrschenden Stände in der Schule und im Beichtstuhle von den Jesuiten erhielten. Ja, ein interessantes Zitat, wobei ich hierbei natürlich immer denken muss an, was Trappasorsi gesagt hat in seinem Buch, die Aussage von Martin Luther, wenn wir unsere Kinder nicht täglich in der Schrift unterweisen, dann werden die Schulen weit geöffnete Pforten der Hölle. Schaut euch das mal an, in meiner Erlesung Herrscher des Bösen. Daran erinnert mich das am meisten. Und mit der Schrift werden unsere Kinder ja nicht so viel ausgebildet und schon gar nicht, wenn sie eben ihre Ausbildung, wie hier steht, von den Jesuiten erhielten und eben heutzutage auch immer noch erhalten. Verloren gegangen waren kindliche Einfalt, Freude, heitere, frische und naive Naturfreude. Erinnert euch das irgendwie daran, wie es heute ist? Ja? Welches Kind geht denn heute nochmal an die frische Luft und freut sich naiv in der Natur und spielt in der Natur? Dafür sind die Jesuitenschüler viel kirchlicher, devoter, also demütiger, sentimentaler, pathetischer. Sie schwärmen für das Wunder und die Ekstase. Sie berauschen sich förmlich an der Darstellung furchtbarer Kasteiungen, also selbst aufgelegten Bußübungen, und grässlicher Märtyrerqualen. Sie bedürfen auch im Kult des Pompes, des Flitters und der großen Gebärde der Oper. Ein getreuer Spiegel dieses Stimmungswandels ist die italienische Literatur und Kunst dieser Zeit. Die Unruhe, die Äußerlichkeit, die zudringliche Absichtlichkeit, die ihrem Schaffen anhaftet, verletzt auf Schritt und Tritt das Gemüt und erweckt statt sympathischer Hingabe eher ein Gefühl der Abneigung gegen den Glauben, dessen Dolmetsch und Verherrlichung sie sein möchte. Nachzulesen in Böhmer seinem Buch, Seite 283. Es ist das Zeichen sui generis, eigener Art, der Kompanie. Diese Liebe für das Verzerrte, das Komplizierte, Glitzernde, Theatralische,
könnte unter den von den Exerzitien geprägten Mystikern seltsam erscheinen, würden wir nicht in ihr dieses grundsätzlich jesuitische Ziel, nämlich den Verstand zu beeindrucken, wahrnehmen. Es ist eine Anwendung der Maxime, der Zweck heiligt die Mittel. Mit Beharrlichkeit von den Jesuiten angewendet in Kunst, Literatur sowie Politik und moralischen Grundsätzen. Italien wurde kaum von der Reformation berührt. Nichtsdestotrotz schlossen sich die Waldenser, die seit dem Mittelalter trotz Verfolgung überlebt hatten und sich später im Norden und Süden der Halbinsel niederließen, im Jahre 1532 der reformierten Kirche der kalvinistischen Konfession an. Im Auftrag des Jesuiten Poussevin leitete Emmanuel Philibert von Savoyen im Jahre 1561 eine weitere blutige Verfolgung seiner ketzerischen Untertanen ein. Das gleiche ereignete sich in Kalabrien, in Casale di San Sisto und Guardia Fiscale. Zitat: Auch bei dieser Metzelei fehlten die Jesuiten nicht. Sie waren nämlich mit der Bekehrung der Schlachtopfer beschäftigt. Ende Zitat. Mit der Bekehrung der Schlachtopfer. Es gibt da ein schönes Zitat, wie man das nennt. Convert or die. Bekehre oder stirb. Das ist das Motto der Jesuiten. Und Pater Poussevin, Zitat, hat als Feldprediger das katholische Heer begleitet und die Verbrennung der ketzerischen Priester als heilsam und notwendig bezeichnet. Während des 16. und 17. Jahrhunderts waren die Jesuiten in Parma, am Hof der Farneses, allmächtig, genauso in Neapel. Doch in Venedig, wo sie stets mit Wohlwollen überschüttet wurden, wurden sie am 14. März des Jahres 1606 als getreueste Schildknappen und Wortführer des Papstes ausgewiesen. Nichtsdestotrotz wurde ihnen im Jahre 1656 wieder erlaubt, zurückzukehren. Doch sollte ihr Einfluss auf die Republik von nun an nur noch ein Schatten dessen sein, den sie in der Vergangenheit hatten. Portugal war für den Orden ein Land erster Wahl. Zitat: Schon unter Johann III., der zwischen 1521 und 1559 regierte in Portugal, ward er die einflussreichste geistliche Körperschaft des Reiches. Ende Zitat. Sein Einfluss wuchs noch mehr nach der Revolte von 1640, die die Bragansas auf den Thron brachte. Pater Fernandes wurde unter dem ersten Braganser Mitglied des Staatsrates und dann während der Minderjährigkeit Alfons VI. Der einflussreichste Vertraute der Königin, Regentin Luise, die anstelle ihres minderjährigen Sohnes Alfonsus VI. Regierte. Pater de Ville arbeitete 1667 erfolgreich mit an dem Sturze Alfons VI. Und Pater Emmanuel Fernandes wurde von dem neuen König Pedro zum Danke für die Dienste, welche der Orden ihm geleistet hatte, 1677 sogar zum Abgeordneten bei den Cortes, also Volksvertretungen, ernannt. Aber wenn die Patres auch keine öffentliche Stellung in dem Reiche bekleideten, so waren sie doch tatsächlich in keinem Lande mächtiger als in Portugal. Sie waren nicht nur die Gewissensleiter der ganzen königlichen Familie, sie wurden auch bei wichtigen Angelegenheiten von den Königen und Ministern zu Rate gezogen. Keine Stelle bezeugt einer der ihrigen, wird in der Verwaltung des Staates und der Kirche ohne unsere Zustimmung besetzt, so dass der Klerus, die Großen und das Volk sich wetteifernd um unsere Gunst und Verwendung bewerben, und auch die auswärtige Politik, dürfen wir hinzufügen, stand ganz unter ihrem Einflusse. Dass dies der Wohlfahrt des Reiches zuträglich gewesen sei, kann kein Einsichtiger behaupten. Tatsächlich können wir die Folgen an dem dekadenten Zustand ablesen, in den das unglückselige Land verfallen war. In der Mitte des 18. Jahrhunderts waren alle Energie und Weitsicht des Markgrafen von Pombal erforderlich, um Portugal dem Würgegriff des Ordens zu entreißen. In Spanien verlief das Eindringen des Ordens langsamer. Höhere Geistlichkeit und Dominikaner, die ja auch mit der Inquisition beschäftigt waren, muss man bedenken, lehnten ihn lange ab. Ja, warum?
Unter anderem denke ich mal, dass das auch damit zu tun hat, dass die Jesuiten ja die ersten 2 Jahre nach ihrer Gründung unterhandelt hatten mit dem Papst, um die Inquisition zu übernehmen, wie wir in Herrscher des Bösen gelehrt hatten. 1542 hatten sie die Inquisition übernommen und die Dominikaner waren natürlich die Leiter der Inquisition in Spanien. Also war aber irgendwo ein Machtkampf zwischen Dominikanern und Jesuiten. Deswegen verlief das Eindringen des Ordens langsamer. Die Herrscher ihrerseits, Karl der Fünfte und Philipp der Zweite, während sie ihre Dienste beanspruchten, misstrauten diesen Soldaten des Papstes, nicht vergessen, wir sprechen immer über einen Militärorden, und befürchteten Eingriffe in ihre Autorität. Doch mit viel List brach die Kompanie diesen Widerstand schließlich. Im 17. Jahrhundert beherrschte sie auch in Spanien die höheren Stände und den Hof. Ja, der Pater Neidhart, ein ehemaliger deutscher Reiteroffizier, regierte als Staatsrat, als Premierminister und als Großinquisitor geradezu das Reich. Die Königreiche Spanien wie auch Portugal verfielen zeitgleich, denn wie der Orden zum Aufstieg gelangte. Das heißt mit anderen Worten, je höher die Jesuiten steigen, desto tiefer fällt das Land. Das ist ja ein schöner Vergleich, den man auch heute immer sehen kann. Naja, ich möchte mal gar nicht hier an Belgien denken, wo ich wohne, eine absolute Hochburg der Jesuiten. Nun lesen wir, was Edgar Quinet dazu zu sagen hatte. Zitat: Überall, wo eine Herrscherfamilie ausstirbt, sehe ich eine jener düsteren Gestalten jesuitischer Beichtväter aus der Erde hervorsteigen und sich wie ein böser Geist hinter ihr erheben, um sie sanft und väterlich in den Tod zu ziehen. Den Pater Neidhart, von dem wir gerade eben schon sprachen, bei dem letzten Erben der österreichischen Dynastie in Spanien, den Pater Auger bei den letzten der Valois, den Pater Peters bei den letzten der Stuarts. Ende. Zitat. Spaniens Dekadenz kann man zugegebenermaßen nicht allein dem Orden zuschreiben. Zitat: Nur das ist richtig, dass der Orden im Bunde mit der Kirche und den anderen Orden ihren eigenen Niedergang, den Zersetzungsprozess, befördert hat. Während er immer reicher wurde, wurde das Land immer ärmer. So arm, dass beim Tode Karls des Zweiten in der Staatskasse nicht einmal mehr Geld sich fand, um die üblichen 10.000 Messen für das Seelenheil des verstorbenen Monarchen zu bezahlen. Ende Zitat. Pleite sind die Länder ja heute auch alle, ne? Wir handeln ja nur mit Schuldgeld, davon mal ganz abgesehen. Aber das ist, glaube ich, eine immer wiederkehrende Sache, dass man das merkt, dass je höher der Orden steigt, desto tiefer das Land, die Moral und die Menschen darin sinken. Gutes Beispiel ist doch Südamerika. Nehmt euch das mal. Das ist ständig sehr stark katholisch regiert. Und was ist da schon jemals echt Gutes rausgekommen? Aber gut, gehen wir zum Abschnitt. Kapitel 2, besser gesagt, in Abschnitt 2 und lesen über die Jesuiten im 16. und 17. Jahrhundert in Deutschland. Lernen wir mal ein wenig über unsere Geschichte, so wie wir es sonst in der Schule wohl nicht angelernt bekommen. Allein nicht der Süden, sondern Mitteleuropa, Frankreich, die Niederlande, Deutschland, Polen waren der Hauptschauplatz des welthistorischen Ringens zwischen Katholizismus und Protestantismus. Eben darum wurden diese Länder auch der Hauptkriegsschauplatz der Kompanie Jesu. Ja, nicht der Süden, sondern Mitteleuropa. Hauptsächlich die Niederlande, Deutschland und Polen waren der Hauptschauplatz. Besonders war die Situation oder besonders ernst war die Situation in Deutschland. Nicht bloß notorische Schwarzseher, sondern auch sehr ruhige und verständige katholische Männer hielten damals die Sache der alten Kirche im deutschen Volksgebiet für so gut wie verloren. Alte Kirche, die römisch-katholische, ne? In der Tat war selbst in Österreich und Böhmen der Abfall so allgemein, dass die Protestanten es sich wohl zutrauen durften, binnen wenigen Jahrzehnten die Oberherrschaft zu erlangen. Wie kommt es nun, dass diese Entwicklung nicht eingetreten ist, sondern stattdessen die Entzweiung der Nation?
Die katholische Partei ist schon Ende des 16. Jahrhunderts über die Antwort auf diese Frage nicht im Zweifel. Sie bezeichnet selber stets als Urheber jenes für sie so viel günstigeren Ergebnisses. Die bayerischen Wittelsbacher, die Habsburger und die Jesuiten. René Philipp Müller schrieb über die Rolle der Jesuiten bei diesen Ereignissen, Zitat: Die katholische Sache konnte auf einen wirklichen Erfolg nur hoffen, wenn die Patres in der Lage sein würden, die Fürsten zu beeinflussen und zu steuern, jederzeit und unter allen Umständen. Die Beichtstühle boten den Jesuiten die Möglichkeit, sich einen dauerhaften politischen Einfluss und damit ein wirksames Vorgehen zu sichern. Ende Zitat. In Bayern bat der junge Herzog Albrecht V., der Sohn eines leidenschaftlichen Katholiken war und seine Ausbildung in Ingolstadt, der alten katholischen Stadt, erhielt, die Jesuiten, die Ketzerei wirksam zu bekämpfen. Am 7. Juli des Jahres 1556 hielten 8 Patres und 12 jesuitische Scholaren ihren Einzug in Ingolstadt. Damit begann ein neues Zeitalter für Bayern. Selbst der Staat erhielt ein anderes Gepräge. Römisch-katholische Ideale waren maßgebend für die Politik der Fürsten und die Lebensführung der höheren Stände. Aber der neue Geist hielt sich in den höheren Regionen. Der groben Volksseele ward er nicht mächtig, nur wurde es unter der eisernen Zucht des Staates und der verjüngten Kirche wieder fromm-katholisch, gehorsam, fanatisch, unduldsam gegen alle Ketzerei. Eine so gewaltige Wirkung dem Einflusse von ein paar Dutzend Fremdlingen zuzuschreiben, erscheint eigentlich etwas gewagt. Allein die Kraft stand in diesem Fall in umgekehrten Verhältnissen zu der Zahl, und die Kraft konnte in diesem Fall auch sofort ungehemmt wirken. Die Sendlinge des Ignaz eroberten alsbald Herz und Hirn des kleinen Landes. Ingolstadt wurde schon im Verlauf des nächsten Menschenalters die typische deutsche Jesuitenstadt. Menschenalter, damit bezeichnet man natürlich den Zeitraum einer Generation. Man kann die Geisteshaltung, die die Patres in dieses Bollwerk des Glaubens hineinbrachten, beurteilen, wenn man das Folgende liest. Zitat von René Philipp Müller. Auch der Ingolstädter Jesuit Meierhofer lehrte in seinem Predikantenspiegel, die Tötung von Protestanten sei nicht mehr wider die Billigkeit, als wenn einer sage, die Dieb, die Münzfälscher, die Totschläger, die Aufrührer könne und solle man am Leben strafen. Ende Zitat. Also Protestanten werden gleichgesetzt mit Dieben, Münzfälschern, Totschlägern und Aufrührern. Bitte dabei zu bedenken, dass Protestanten bibelgläubige Christen sind, die keinem Menschen wehtun, weil Jesus Christus sagt, dass man keinem Menschen wehtun darf. Die Amtsnachfolger Albrechts des V. und insbesondere Maximilians des I., der herrschte zwischen 1597 und 1651, vollendeten sein Werk. Doch war Albrecht bei seiner Pflicht der Sicherstellung des Seelenheils seiner Untertanen gründlich. Sobald die Patres in Bayern anlangten, schlug er gegenüber den Protestanten und protestantisch Gesinnten schärfere Töne an. Seit 1563 trieb er die Hartnäckigen unnachsichtlich aus dem Lande, kurierte die Täufer, wie der Jesuit Agricola rühmt, unnachsichtig mit Feuer, Wasser und Schwert. Immerhin verging fast ein Menschenalter, ehe die Verfolgung ihr Ziel erreichte. Noch 1586 wurden durch die mährischen Wiedertäufer Herzog Wilhelm 600 Leute abpraktiziert, also abgenommen. Schon diese eine Angabe beweist, dass die Zahl der Vertriebenen sich nicht bloß auf einige hundert, sondern auf Tausende belief. Für ein so dünn bevölkertes Land ein gefährlicher Aderlass. Aber Gottes Ehre und das Seelenheil bedeutete schon Albrecht V., dem Münchner Rate, gehen vor allen weltlichen Rücksichten vor. Stück für Stück ging sämtliche Katechese in Bayern an die Jesuiten über und wurde jenes Land Ausgangspunkt für deren Eindringen in Ost-, West- und Norddeutschland.
Seit 1585 bekehrten die Patres im kölnischen Teile von Westfalen. 1586 erschienen sie in Neuss und in der kölnischen Residenz Bonn. 1587 eröffneten sie in Hildesheim. 1588 in Münster ein Kolleg, das 1618 schon an 1300 Schüler zählte. Ein großer Teil Westdeutschlands war damit dem Katholizismus wiedererobert, dank dem Hause Wittelsbach und den Jesuiten. Allein fast noch wichtiger als für Westdeutschland wurde das Bündnis der Wittelsbacher und der Jesuiten für die österreichischen Lande. Erzherzog Karl II., letzter Sohn Kaiser Ferdinands, heiratete im Jahr 1571 eine bayerische Prinzessin, nämlich Maria von Bayern, die alsbald die streng katholische Gesinnung und die Jesuitenfreundschaft des Münchner Hofs an die Burg von Graz verpflanzte. Unter ihrem Einfluss arbeitete Karl intensiv daran, die Ketzerei in seinem Reiche auszurotten, und als er im Jahre 1590 starb, ließ er seinen Sohn und Nachfolger Ferdinand schwören, dass dieser sein Werk fortsetzen würde. Darauf vorbereitet war Ferdinand ohnehin. In Ingolstadt 5 Jahre lang von Jesuiten erzogen, kannte der sehr mäßig begabte Fürst kein höheres Ziel als Herstellung der katholischen Kirche in seinen Erbländern. Ob das für seine Staaten vorteilhaft war, war ihm gleichgültig. »Ich will lieber ein verwüstetes als ein verdammtes Reich«, erklärte er. So weit geht die Indoktrination der Jesuiten, dass sie ein Land, das von Protestanten regiert wird oder von Protestanten unterwandert ist, als ein verdammtes Reich sehen. Es ist gefährlich, wenn man nicht den Geist Gottes in sich hat, sondern einen falschen Geist. Und den hatte ja wohl hier der Nachfolger Ferdinands und Ferdinand selber auch. Im Jahre 1617 wurde Erzherzog Ferdinand vom Kaiser zum böhmischen König gekrönt. Beeinflusst von seinem jesuitischen Beichtvater Villers, begann Ferdinand unverzüglich in seinem neuen Reich den Protestantismus zu bekämpfen. Dies signalisierte den Beginn jenes blutigen Religionskrieges, der Europa für die nächsten 30 Jahre im Ungewissen ließ. Wir sprechen über den 30-jährigen Krieg hier. Als im Jahre 1618 die Ereignisse in Prag, der Fenstersturz, den man sozusagen als Anlass dafür nahm, als im Jahre 1618 die Ereignisse in Prag das Signal für offene Rebellion gaben, versuchte der alte Kaiser Matthias zunächst zu vermitteln. Doch hatte er nicht genügend Macht, seine Absichten gegen König Ferdinand, der von seinem jesuitischen Beichtvater beherrscht wurde, durchzusetzen. Damit war die letzte Hoffnung, diesen Konflikt gütlich beizulegen, zunichte. Die Jesuiten wollen immer Krieg. Steht in ihrem Eid deutlich genug drin. Zur gleichen Zeit hatten die böhmischen Länder Maßnahmen ergriffen und feierlich beschlossen, dass alle Jesuiten ausgewiesen werden sollten, da man in ihnen Förderer von Bürgerkriegen sah. Dem Beispiel der Stände folgten bald Schlesien und Mähren und gleichzeitig schlossen sich auch die ungarischen Protestanten, gereizt durch die energische gegenreformatorische Tätigkeit des Jesuiten Peter Pasmani, der böhmischen Empörung an. Doch die Schlacht am Weißen Berge 1620 wurde von Ferdinand gewonnen, der nach Matthias Tode wieder zum Kaiser erhoben worden war. Die Jesuiten überredeten Ferdinand, über die Rebellen die grausamste Bestrafung zu verhängen. Auf unsagbar schreckliche Weise wurde der Protestantismus im ganzen Lande ausgerottet. Am Ende des Krieges war der materielle Ruin des Landes komplett. Der Jesuit Balbinus, der Geschichtsschreiber Böhmens, wunderte sich, dass nach allem, was hier geschehen war, überhaupt noch Einwohner gefunden wurden. Aber noch größeres Unglück war der Niedergang der blühenden Bildung bei Adligen und Bürgern, die Austilgung einer nicht wieder zu ersetzenden reichen Nationalliteratur, mit einem Worte die völlige Unterdrückung ihrer Nationalität. Klingt das irgendwie bekannt, wenn man heutzutage in Deutschland sich mal umschaut?
Massenhaft verbrannten die Jesuiten die Schätze der tschechischen Literatur und ihnen fiel nun zunächst das unglückliche Land als eine Domäne zu. Auch der große Heilige der Nation, Johannes Hus, wurde namentlich durch ihre Künste allmählich aus dem Andenken des Volkes gelöscht. Die Blütezeit des Jesuitenordens, sagt Tomek, war für Böhmen die Zeit des tiefsten Verfalls, der Nationalbildung überhaupt und der Wissenschaft insbesondere, und dem Einflusse des Ordens war es vorzüglich zuzuschreiben, dass nach den schweren Schlägen einer inneren Umwälzung und eines langwierigen, verheerenden Krieges, welche den Verfall herbeigeführt hatten, das Wiederaufwachen vom Todesschlaf mehr als ein Jahrhundert lang aufgehalten wurde. Als es sich um Beendigung des entsetzlichen Krieges und die Herstellung eines Friedens handelte, welcher den Protestanten in Deutschland die politische Gleichstellung mit den Katholiken bringen sollte, boten die Jesuiten alles auf, um den Kaiser davon zurückzuhalten und setzten dem Fortgange des Friedenswerkes stets neue Hindernisse entgegen. Freilich vergeblich. Von ihrem Schüler aber, Leopold I., König von Ungarn und Böhmen seit 1656, dem damals herrschenden Kaiser, holten sie sich das Versprechen ein, die Protestanten in seinen eigenen Ländern, insbesondere in Ungarn, zu verfolgen. Begleitet von kaiserlichen Dragonern nahmen die Jesuiten vom Jahre 1671 an das Bekehrungsgeschäft auf. Die Ungarn aber empörten sich, und es wurde ein Krieg entzündet, welcher mit wenigen Ausnahmen fast ein Menschenalter dauerte. Franz Rakoczy befehligte aber siegreich die Insurrektion, also Volkserhebung, und wollte sogleich aus allen Gebieten, welche er unter seine Gewalt brachte, die Jesuiten, die allgemein als die Urheber der kaiserlichen Maßregeln betrachtet wurden, austreiben. Aber einflussreiche Gönner derselben wussten, die Ausführung dieser Absicht aufzuhalten. Erst im Jahre 1707 wurde dieselbe ins Werk gesetzt. Prinz Eugen konnte diese Politik des Kaiserhauses und die Umtriebe der Jesuiten in Ungarn nicht genug tadeln. Es hat nicht viel gefehlt, schreibt er, dass die Jesuiten in Ungarn durch die Verfolgung der Protestanten das Haus Österreich um diese Krone gebracht haben. Überhaupt nannte er die Jesuiten nur die Marianisten, das heißt die Anhänger der Lehre des Mariana, also Juan de Mariana, von der Zulässigkeit des Tyrannenmordes. Und einmal äußerte er in bitterem Sarkasmus, dass die Sittenlehre der Türken sich wenigstens, was die Ausübung anlangt, ziemlich stark über die ihrige erhebe. Zitat: Sie wollen ihre Herrschaft nicht allein über die Meinungen der Menschen, sondern geradezu über Leben und Tod ausüben. Ende Zitat. Österreich und Bayern bekamen die Früchte jesuitischer Herrschaft über das Geistesleben des Volkes im vollsten Maße zu kosten. Mit der Niederhaltung der vorwärtsstrebenden Regungen des Gedankens ging eine systematisch betriebene Volksverdummung Hand in Hand. Ist das nicht ein Satz, den man sich mal auf der Zunge zergehen lassen sollte? Mit der Niederhaltung der vorwärtsstrebenden Regungen des Gedankens ging eine systematisch betriebene Volksverdummung Hand in Hand. Wir sprechen hier über das 17. Jahrhundert, Menschen. Seht ihr die Parallelen in unserer heutigen Zeit? Ganz sicher, was die Volksverdummung betrifft. Natürlich heute mit anderen Mitteln, aber im Prinzip ist es immer noch dasselbe. Also den Satz sollte man sich mal einrahmen hier. Mit der Niederhaltung der vorwärtsstrebenden Regungen des Gedankens ging eine systematisch betriebene Volksverdummung Hand in Hand. Das maßlose Elend, welches der unselige Religionskrieg über Deutschland brachte, die politische Ohnmacht, den kulturhistorischen Niedergang, die sittliche Verwilderung und geistige Verödung, die grauenhafte Entvölkerung, auf ein Drittel der früheren Zahl war die Bevölkerung nach dem Krieg zusammengeschwunden, in der Rheinpfalz sogar bis auf den fünften Teil, und die vollständige Verarmung unseres Vaterlandes haben wir zum nicht geringen Teil der Gesellschaft Jesu
zu verdanken. Damit endet Kapitel 2 und wir wenden uns der Schweiz im nächsten Kapitel zu. Ihr merkt es, ich mache nicht so besonders viele Kommentare. Das ist, weil dieses Buch im Grunde nicht so viele Kommentare in diesem Augenblick hier braucht. Ich finde es viel wichtiger, dass ihr euch darauf konzentriert, was ich hier vorlese und dass ihr versteht, was hier geschrieben steht. Dieser letzte Satz, also ich lese ihn dann nochmal eben vor, bevor ich zur Schweiz gehe, finde ich unglaublich wichtig, weil wo wird uns denn heute in der Schule gelehrt, dass der 30-jährige Krieg ein Religionskrieg war? Wo wird uns denn gelehrt, dass es ein Krieg war der Katholiken gegen die Protestanten? Wo wird uns denn gelehrt, dass mehr als 12 Millionen Deutsche damals ausgerottet wurden? Und wie man hier gut nachlesen kann, sogar nicht nur ein Drittel der Bevölkerung, sondern in Rheinpfalz sogar bis auf den fünften Teil. 80% heißt das, wenn der fünfte Teil über ist, dann sind 80% der Bevölkerung vernichtet. Das maßlose Elend, welches der unselige Religionskrieg, also der 30-jährige Krieg über Deutschland brachte, die politische Ohnmacht, den kulturhistorischen Niedergang, die sittliche Verwilderung, denkt mal an heute, sittliche Verwilderung und geistige Verödung, denkt mal an heute, die grauenhafte Entvölkerung, auf ein Drittel der früheren Zahl war die Bevölkerung nach dem Krieg zusammengeschwunden, in der Rheinpfalz sogar bis auf den fünften Teil. Und die vollständige Verarmung unseres Vaterlandes haben wir zum nicht geringen Teil, sondern zum größten Teil der Gesellschaft Jesu zu verdanken. Aber gehen wir über zur Schweiz. Nur während des 17. Jahrhunderts, nachdem sie während der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts von einigen wenigen Städten der Eidgenossenschaft gerufen, dann ausgewiesen worden waren, gelang es den Jesuiten, sich erfolgreich in der Schweiz niederzulassen. Dem Erzbischof von Mailand, Karl Borromäus, der ihre Einführung 1578 in Luzern begünstigt hatte, wurde bald klar, was die Folgen ihrer Tätigkeit sein würden, wie wir von J. Huber erinnert werden. Zitat: Karl Borromäus schrieb an seinen Beichtvater, dass die Gesellschaft Jesu, regiert durch mehr politisch als religiös gesinnte Chefs, zu mächtig werde, um die nötige Bescheidenheit, Unterwürfigkeit und Mäßigung zu bewahren, dass sie die Könige und Päpste beherrschen, das Zeitliche und das Geistliche regieren wolle, dass dieser die Religion fremde und entgegengesetzte Geist, das fromme Institut des heiligen Ignatius, verändert habe und dass eine so nützliche Gesellschaft endlich unterdrückt werden würde. Ende Zitat. Zur selben Zeit schrieb in Frankreich der berühmte Rechtsexperte Stéphane Pasquier: Führe mitten unter uns diesen Orden ein und du wirst Streit, Chaos und Verwirrung stiften. Ha! Das wissen die Leute heute nicht mehr, aber so ist das. Bring die Jesuiten. Weißt du, wenn du ein glückliches Land bist, wenn du Erfolg hast, wenn du wirtschaftlich gut bist, wenn du geistig gut bist, wenn du im Geiste Gottes lebst und alles, und du willst das nicht mehr, führ die Jesuiten ein. Und du wirst Streit, Chaos und Verwirrung stiften. Das ist heute noch ganz genauso. Ist es nicht ein und dieselbe immer wieder und in allen Ländern gehörte Beschwerde gegen die Kompanie? Es war das gleiche in der Schweiz, als der Beweis ihrer üblen Machenschaften durch den äußeren Anschein hindurchbrach, den sich zu geben sie hervorragend verstand. Wo die Jesuiten zu einer dauerhaften Niederlassung in der Schweiz gelangten, dort gewannen sie hoch und nieder, jung und alt. Auch hier fingen die Obrigkeiten an, in wichtigen Angelegenheiten ihren Rat zu suchen. Schenkungen von Lebenden und Vermächtnisse flossen ihnen reichlich zu, und es währte nicht lange, so hatten sie alle Schulen, die Kanzeln in den meisten Kirchen und die Beichtstühle der großen Herren und aller Personen vom Stande besetzt. Als Erzieher aller Stände, als Beichtväter, Ratgeber und Hausfreunde der Ratsherren wuchs ihr Einfluss so sehr, dass sie auch in den Gang der öffentlichen Angelegenheiten bestimmend eingreifen konnten. Von Luzern und Freiburg wirkten sie auf die übrigen katholischen Orte und leiteten vielfach die äußere Politik der meisten katholischen Kantone.
Alle Pläne Roms und anderer auswärtiger Mächte gegen den Protestantismus in der Schweiz fanden an ihnen eifrige und gewandte Förderer. Mit besonderer Erbitterung arbeiteten sie der Reformation in den bündnerischen Herrschaften entgegen. Ihre wiederholten Verbannungen aus denselben hatten ihren Hass gegen die Protestanten noch glühender gemacht, und so reizten sie im Jahre 1620 in Veltlin zur Niedermetzelung derselben auf. Ein Haufe fanatisierter Katholiken machte dann auch in Tirano und im ganzen Tale des Veltlin bei 600 Menschen grausam nieder. Der Papst aber gab hinterdrein allen, die sich diesen Gräueln beteiligt hatten, Ablass. Also, es ist keine Sünde, diese Protestanten, diese in diesem Fall 600 Menschen, die grausam niedergemetzelt wurden, zu töten. Ich bekomme vom Papst sogar Ablass. Ich tue mit anderen Worten Gottes Werk. Das wird den Katholiken eingebläut. Die Jesuiten erhielten nicht bloß die Zwietracht zwischen den Eidgenossen, sondern schürten dieselbe bis zum blutigen Bürgerkriege. Im Jahr 1656 brach derselbe aus, und sie erlitten durch die Reformierten, die Berner bei Wilmergen, eine schwere Niederlage. Als hierauf im Juni 1712 in Aarau der Frieden unterhandelt wurde und Luzern und Uri ihn bereits angenommen hatten, da strengten die Jesuiten, welche von Rom und dem Nuntius dazu beauftragt waren, alles an, um denselben Frieden zu verhindern. Sie forderten zu neuen Kämpfen auf und verweigerten all denen, die nicht zum Schwert greifen wollten, die Absolution. Sie predigten, dass man den Ketzern weder Treue noch Glauben schuldig sei, verdächtigten die gemäßigten Ratsherren, suchten sie aus den Behörden zu entfernen und wiegelten ländlich in Luzern das Volk gegen die Regierung so sehr auf, dass diese endlich sich gezwungen sah, den Frieden wieder zu brechen. Die katholischen Orte verloren nun auch noch die zweite Schlacht bei Wilmergen und mussten ihren harten Frieden eingehen. Von der Zeit an nahm der politische Einfluss des Ordens in der Schweiz mehr und mehr ab. Das ist doch mal eine positive Nachricht. Aber heute verbietet der 51. Artikel der Schweizer Verfassung der Gesellschaft Jesu jegliche kulturelle oder pädagogische Betätigung auf dem Territorium der Eidgenossenschaft, und Anstrengungen, diese Regelung aufzuheben, wurden bislang stets zu Fall gebracht. Nun, hier komme ich zu einem Kommentar und einer Erklärung. In dem Buch steht die Erklärung, dass im Lauf der Entspannung der Verhältnisse zwischen Kirche und Staat wurden verschiedene Anläufe gemacht, die als überholt betrachteten, religiösen Ausnahmebedingungen zu streichen, also in dem Artikel 51 und 52 der Schweizer Verfassung. Im Fall der Jesuiten- und Klosterartikel, also Artikel 52 der Bundesverfassung, mit Erfolg. 1973 stimmten Volk und Stände deren Aufhebung zu. Die amerikanische, dieser Übersetzung zugrunde liegende Ausgabe von Die verborgene Geschichte der Jesuiten ist mit 1975 datiert und hat halt das noch nicht mit aufgenommen. Nun, ich habe dann nochmal in Wikipedia ein wenig nachgeschaut, weil ich ja auch wissen wollte, bevor ich jetzt diese Fußnote hier gelesen hatte, wie das denn heute ist, weil ich konnte mir nicht vorstellen, dass die Jesuiten heute noch aus der Schweiz ferngehalten sind, offiziell. Und Wikipedia schreibt dazu das Folgende, und den Link dazu werde ich euch gerne in der Beschreibungsbox des Videos verlinken. Wikipedia schreibt dazu das Folgende: Artikel 51 und 52 alte BV, also Jesuitenartikel aus der Bundesverfassung. Die Artikel 51 und 52 der Bundesverfassung von 1874 verboten den Jesuitenorden sowie generell die Errichtung oder Wiedererrichtung von Klöstern. Diese wurden auch als Jesuitenartikel bezeichnet. Bereits 1919 verlangte der katholisch-konservative Nationalrat Jean-Marie Musy die Aufhebung dieser Artikel in einer Motion. Diese wurde bis 1947 verschleppt und schließlich abgeschrieben. Nach 1950 begann jedoch ein Umdenken. Jetzt beurteilten auch nicht-katholische Staatsrechter wie Werner Kägi oder François Aubert die Artikel als unhaltbar und diskriminierend. In der Praxis wurden die Artikel auch immer liberaler ausgelegt, sodass etwa Priorate toleriert waren.
Ludwig von Moos reichte 1954 eine Motion ein, wonach diese beiden Artikel ersatzlos zu streichen seien. In der Volksabstimmung vom 20. Mai 1973 wurde der Bundesbeschluss über die Aufhebung des Jesuiten- und Klosterartikels der Bundesverfassung angenommen und damit diese Artikel aus der Verfassung gestrichen. Ende Zitat von Wikipedia. Aber wisst ihr, selbst wenn die Jesuiten offiziell nicht zugelassen sind, dann heißt es ja nicht, dass sie nicht, dass sie nicht getarnt da drin sind. Ne? Auch wenn ich sie ausweise, heißt das ja nicht, dass sie tatsächlich nicht raus sind. Aber wir fahren dann mal fort in Kapitel 4 über Polen und Russland und lernen, wie die Jesuiten sich dort breit gemacht haben im 16. und 17. Jahrhundert. Vor allen Dingen Polen ist eine furchtbare Geschichte. Da gibt's auch ein paar sehr interessante Aussagen dazu. Das werden wir dann gleich mal lesen. Die Jesuitenherrschaft war nirgends so tödlich wie in Polen. Dies wird durch Böhmer, einen gemäßigten Historiker, der keinerlei Feindseligkeit gegen die Kompanie hegt, nachgewiesen. Man hat die Jesuiten wohl geradezu für den Untergang Polens verantwortlich gemacht. Allein diese Anklage geht sicher zu weit. Ja? Der Verfall des Staates hatte schon begonnen, als sie in Polen erschienen. Aber sie haben ungezweifelt den Zersetzungsprozess beschleunigt. Wenn irgendein Staat, so musste Polen schon im Hinblick auf die Millionen griechischer Christen, ja, also wir sprechen hier über die orthodoxen Christen, die wir auch in Russland kennen, Millionen von Angehörigen der griechisch-orthodoxen Kirche von Polen, das heißt die Christen, zwischen Anführungsstrichen, ja, die orthodoxen Christen sind genauso wenig Christen wie die katholischen, zwischen Anführungsstrichen Christen, aber der einzige Unterschied ist zwischen den Orthodoxen und den Katholiken, dass die Orthodoxen das Primat des Papstes nicht akzeptieren. Ja? Also wenn irgendein Staat, so musste Polen schon im Hinblick auf die Millionen griechischer Christen unter seinen Untertanen in der inneren Politik die Toleranz sich zum ersten Grundsatz machen. Ja, wenn ich Toleranz als Grundsatz habe, wer nutzt das aus? Eben, die Jesuiten. Die Jesuiten haben dies verhindert. Und nicht nur das. Sie haben auch die äußere Politik Polens in unheilvoller Weise dem katholischen Interesse dienstbar gemacht. Dies wurde gegen Ende des vergangenen Jahrhunderts, also des 19. Jahrhunderts, geschrieben. Es zeigt große Ähnlichkeit zu dem, was Oberst Beck, ehemaliger polnischer Außenminister von 1932 bis 1939, nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges sagte. Und jetzt hört gut zu. Also das, was ich gerade eben erst vorgelesen hatte mit den griechischen Christen, das wurde geschrieben im Ende des 19. Jahrhunderts. Und jetzt kommt die Aussage von Oberst Beck, der lebte zwischen 1894 und 1944, ehemaliger polnischer Außenminister von 1932 bis 1939, der sagte nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, hört gut zu, Zitat, einer der Hauptverantwortlichen für die Tragödie meines Landes ist der Vatikan. Zu spät erkannte ich, dass wir eine Außenpolitik betrieben hatten, die lediglich der egoistischen Zielsetzung der katholischen Kirche diente. Ende Zitat. Muss man dem noch was hinzufügen? Die Polen sind in der Hinsicht damals genauso wie die Deutschen und vor allen Dingen auch die Amerikaner heute, deren Außenpolitik nicht die ihres eigenen Landes ist, sondern die des Vatikan. Wir betrieben eine Außenpolitik, die lediglich der egoistischen Zielsetzung der römisch-katholischen Kirche diente. Welcher Deutsche oder welcher amerikanische Politiker würde sich jemals trauen, das so auszusprechen? In Amerika gab es mal einen, der hat es durch die Blume gesagt. Der hieß John Fitzgerald Kennedy und war selbst ein Katholik und war selbst ein Ritter vom Kolumbusorden. Und trotzdem hat er sich gegen seine, zwischen Anführungsstrichen, Mutter
und gegen seinen Anführungsstrichen Vater gewandt. Und er hat den Preis dafür bezahlt. Und deswegen werdet ihr in der Politik niemals, niemals in keinem Land der Erde jemanden erleben, der bibeltreu ist, weil der Gerechte kann die Ungerechten nicht regieren, wie wir in Rulers of Evil, Herrscher des Bösen, gelernt haben, in den Kapiteln 24 und 25. Das geht nicht. Die Jesuiten sind immer zur Vernichtung des Landes, in dem sie regieren, weil sie das Land selber nicht als Patrioten steuern, sondern weil sie nur patriotisch sind der römisch-katholischen Kirche gegenüber. Das muss hier nochmal gesagt werden. Und man wird niemals einen Politiker, nicht in Deutschland, nicht sonst irgendwo in Europa oder in Amerika erleben, der sich dahinstellt und das sagt, was hier der Oberst Beck, ehemaliger polnischer Außenminister, zum Ausbruch oder nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges sagte. Ich sag's nochmal, um es gut einsinken zu lassen. Einer der Hauptverantwortlichen für die Tragödie meines Landes, Polen, ist der Vatikan. Zu spät erkannte ich, dass wir eine Außenpolitik betrieben hatten, die lediglich der egoistischen Zielsetzung der römisch-katholischen Kirche diente. Und so machte sich in jener unglückseligen Nation nach mehreren Jahrhunderten derselbe verhängnisvolle Einfluss erneut einen Namen. Schon im Jahre 1581 hatte der Pater Possevino als päpstlicher Gesandter in Moskau alle Künste aufgeboten, um Zar Iwan den Schrecklichen zum Anschluss an die römische Kirche zu bewegen. Iwan zeigte sich in der Tat nicht abgeneigt. Frohe Hoffnungen voll vermittelte Possevino nun 1582 zwischen Russland und Polen den Frieden von Kiewerowa Góra, der Iwan aus großer augenblicklicher Verlegenheit befreite. Eben das hatte der schlaue Zar beabsichtigt. Von der Bekehrung der Russen war nun keine Rede mehr. Unverrichteter Sache musste Possevino wieder Russland verlassen. Zwei Jahrzehnte später zeigte sich den Patres eine neue, noch verlockendere Gelegenheit, Russland zu gewinnen. Grischka Obtrjew, ein entlaufener Mönch, offenbarte einem Jesuitenpater, dass er identisch sei mit Dimitri, dem ermordeten Sohne des Zaren Iwan, und erklärte sich bereit, Moskau Rom zu unterwerfen, falls der Thron des Zaren ihm zuteil werde. Ohne sich lange zu besinnen, nahmen die Jesuiten die Sache in die Hand, führten Obtrjew im Hause des Palatin von Sendomir ein, der ihm seine Tochter zum Weibe gab, verfochten seine Ansprüche bei König Sigismund III., Sigismund III. Von Wasa, und dem Papste und betrieben die Aufstellung eines polnischen Heeres gegen den Zaren Boris Godunow. Zum Lohne dafür schwor der falsche Dimitri in einem Jesuitenhause in Krakau die Religion seiner Väter ab und gewährte dem Orden nach seinem Sieg über Boris unweit die Kreml in Moskau, unweit des Kremls in Moskau eine Niederlassung. Aber gerade die Begünstigung der katholischen Mönche zog Dimitri den Hass der rechtgläubigen Russen zu. Am 27. Mai 1606 ward er mit vielen hundert Polen ermordet. Konnte man bis dahin kaum von einem russischen Nationalgefühl reden, so trat dasselbe jetzt plötzlich urkräftig hervor, und zwar offenbarte es sich jetzt zunächst ausschließlich als ein fanatischer Hass gegen die römische Kirche und gegen die Polen. Fast noch unheilvoller wurde für Polen der von dem Orden eifrig betriebene Anschluss an Österreich und die ebenfalls von ihm emsig befürwortete Offensivpolitik Sigismund III. Gegen die Türken. Kurz, kein Staat hat in seiner Entwicklung den Einfluss der Gesellschaft so stark erfahren wie Polen. Aber in keinem Staate außer Portugal hat sie auch eine solche Machtstellung besessen. Polen hat nicht nur einen Jesuitenkönig erlebt, sondern in Johann Kasimir sogar einen König der Jesuiten,
das ist einen Fürsten, der vor seiner Thronbesteigung dem Orden angehörte. Während Polen mit Riesenschritten seinem Ruine entgegentrieb, nahm die Zahl der jesuitischen Anstalten und Niederlassungen so zu, dass der General noch 1751 Polen zu seiner eigenen Assistenz erheben konnte. Als größter Erfolg der gegenreformatorischen Anstrengungen des Ordens der Jesuiten wird Polen angesehen. Seit 1717 war der Neubau evangelischer Kirchen verboten und alle seit 1632 erbauten wurden befohlen niederzureißen. Für den Abfall vom katholischen Glauben war nun die Todesstrafe vorgesehen. Den Jesuiten war es in gerade einmal einem halben Jahrhundert gelungen, den Katholizismus dauerhaft im Land zu verankern und den Protestantismus auszurotten. Die Jesuiten im 16. und 17. Jahrhundert in Schweden und England. In den skandinavischen Ländern, schrieb Pierre Dominique, vereinnahmte der Lutheranismus alles Übrige, und als die Jesuiten ihren Gegenangriff starteten, fanden sie nicht vor, was in Deutschland zu finden war. Eine katholische Partei, bereits in der Minderheit, aber noch stark. Ihre einzige Hoffnung bestand damals in der Bekehrung des Herrschers, der insgeheim dem Katholizismus zugetan war. Außerdem hatte dieser König, Johann III. Von Wasa, also wir sprechen jetzt über Schweden, im Jahre 1568 eine polnische Prinzessin Katharina von Polen, eine römische Katholikin, geheiratet. Ja? Die polnischen Herrscher waren katholisch, wie wir ja bereits gerade eben schon lernten. Nicht die Menschen darum, aber die Herrscher. Im Jahre 1574 wurden Pater Nikolai und andere Jesuiten in die kürzlich gegründete Schule der Theologie eingeführt, wo sie, offiziell den Lutheranismus annehmend, inbrünstige römische Bekehrer wurden. Der clevere Unterhändler Poncevin kümmerte sich außerdem um die Bekehrung Johanns des Dritten sowie die Sicherstellung der Bildung und Erziehung seines Sohnes Sigismund, des künftigen Sigismund des Dritten. Ja, das ist Sigismund der Dritte von Wasa, von dem wir ja bereits sprachen, König von Polen. Als die Zeit kam, Schweden dem Heiligen Stuhl zu unterwerfen, also dem Papst, dem Antichristen, führten die Bedingungen des Königs Priesterehe, Gebrauch der Umgangssprache in Gottesdiensten und Kommunion unter beiden Gestalten, das heißt Brot und Wein auszuteilen, was von der römischen Kurie stets alles abgelehnt wurde, die Verhandlungen in eine Sackgasse. Jedenfalls hatte sich der König, der seine erste Frau verloren hatte, zu jener Zeit bereits mit einer schwedischen Lutheranin wieder verheiratet. Die Jesuiten mussten das Land verlassen. Erst zwei Menschenalter, also Generationen später, errang der Orden in Schweden einen großen Erfolg. Königin Christiane, die lebte von 1626 bis 1689, die letzte Vasa, wurde durch zwei jesuitische Professoren, die als reisende italienische Edelleute in Stockholm sich einführten, zum Übertritte bewogen. Aber eben um diesen Entschluss ungehindert ausführen zu können, entsagte sie am 24. Juni 1654 der Krone. In England wiederum erschien der Kompanie die Situation günstiger und sie konnte zumindest für eine Weile hoffen, dieses Land, England, wieder unter die Zuständigkeit des Heiligen Stuhls bringen zu können. Als Elisabeth I. zwischen 1533 und 1603 im Jahr 1558 den Thron bestieg, war Irland noch ganz und England noch zur Hälfte katholisch. Schon 1542 hatten Salmeron und Brute Irland als päpstliche Missionare durchzogen. Unter der Leitung der Jesuiten waren in Douai, Pont-à-Mousson und Rom Seminare geschaffen worden, mit der Absicht, englische, irische und schottische Missionare auszubilden. In Einigkeit mit Philipp II. Von Spanien arbeitete die römische Kurie am Sturz Elisabeths zugunsten der katholischen Maria Stuart. Ein von Rom provozierter irischer Aufstand war zuvor niedergeschlagen worden. Die Jesuiten aber, die im Jahre 1580 in England eingetroffen waren, hielten in Southwark eine große Katholikenversammlung ab.
Dann zogen sie, verkleidet von Grafschaft zu Grafschaft, von Edelsitz zu Edelsitz. Abends hörten sie die Beichte, morgens predigten sie und spendeten das Sakrament. Dann verschwanden sie ebenso geheimnisvoll wieder, wie sie gekommen waren. Denn schon am 15. Juli hatte sie Elisabeth für vogelfrei erklärt. Im Geheimen druckten und verteilten sie bösartige Streitschriften gegen die Königin und die anglikanische Kirche. Einer von ihnen, Peter Campion, wurde gefasst, wegen Hochverrats verurteilt und gehängt. Auch in Edinburgh arbeiteten sie an einem heimlichen Plan, nämlich König Jakob von Schottland für ihre Sache zu gewinnen. Das Ergebnis dieser ganzen Unruhen war die Hinrichtung Maria Stuarts im Jahre 1587, die an dem Babington-Plot beteiligt war. Und wenn wir hier eben darüber sprechen, dass hier zum Beispiel der Pater Campion gefasst wurde, wegen Hochverrats verurteilt und gehängt wurde, also hingerichtet wurde, es gibt ja immer so ein paar Menschen, so ein paar ganz schlaue Katholiken oder andersdenkende Heiden, die meinen, ja, die Protestanten haben ja auch viele Menschen ermordet, aber niemals aufgrund dessen wegen Glaubensunterschieden. Wie auch hier wieder jetzt gerade eben angeführt, nehme ich den Pater Campion eben mal als Beispiel. Dieser Edmund Campion, der lebte zwischen 1540 und 1581, wurde wegen Hochverrat verurteilt, weil er politische Intrigen geschmiedet hat gegen eine rechte, gerechte und selbst in diesem Fall protestantische Regierung. Nicht, weil er katholisch war. Und so ist das mit allen anderen auch, die so gesagt von Protestanten umgebracht wurden. Aber leider ist ja nicht jeder Protestant auch ein wirklich bibeltreuer Christ, der sich Wort für Wort an die Bibel hält und keinen anderen Menschen umbringt. Es gibt ja leider solche, die das auch tun. Aber im Großen und Ganzen hat der Protestantismus niemals Leute verfolgt und schon gar nicht wegen ihrem Glauben. Man hat sie vielleicht verfolgt wegen ihrer politischen Pläne, aber sicher nicht wegen ihrem Glauben. Auch in Edinburgh arbeiteten sie am heimlichen Plan, nämlich König Jakob von Schottland, das ist der King James, ja, von der King James Bibel, der erste, für ihre Sache zu gewinnen. Das Ergebnis dieser ganzen Unruhen war die Hinrichtung Maria Stuarts im Jahre 1587. Dann kam der spanische Feldzug, die unüberwindliche Armada, die England eine Zeit lang zittern machte und den Heiligen Bund um Elisabeths Thron herbeiführte. Doch verfolgte die Kompanie ihre Vorhaben nicht minder und bildete, während unter der Leitung von Pater Garnett ihre heimliche Propaganda in England fortgesetzt wurde, in Valladolid, in Sevilla, in Madrid und Lissabon englische Priester aus. Nach der Pulververschwörung gegen Jakob I., Elisabeths Nachfolger, wurde besagter Pater Garnett wegen Mittäterschaft verurteilt und, wie Pater Campion, gehängt. Die Pulververschwörung, für die Leute, die es nicht wissen, eine kleine Erklärung hier, ich gehe da jetzt nicht tiefer drauf ein, ich habe da ja schon öfter drüber gesprochen, eine Verschwörung der katholischen Edelleute in England unter Mitwissen englischer Jesuiten um Jakob I., der 1566 geboren war und 1625 erst starb, König von England war und das Parlament bei der Parlamentseröffnung am 5.11.1605 in die Luft zu sprengen. Der Plan wurde einen Tag vorher, am 4. November 1605, verraten. Unter Karl I., dann in Cromwells Republik, bezahlten weitere Jesuiten ihre Intrigen mit dem Leben. Der Orden dachte, er würde den Sieg unter Karl II. Davontragen, der zusammen mit Ludwig XIV., dem Sonnenkönig, in Dover mit dem Versprechen, den Katholizismus im Land wiederherzustellen, einen Geheimvertrag abgeschlossen hatte. Die Nation erfuhr nur zum Teil von diesen Vorgängen. Aber schon das Wenige genügte, um eine ungeheure Erregung wachzurufen. Ganz England zitterte vor dem Gespenst Loyolas und vor jesuitischen Anschlägen. Ein Treffen von ihnen im Palais selbst trieb den Volkszorn auf die Spitze. Karl II., dem das Leben eines Königs gefiel und der sich auf keine neue Fahrt über die Meere begeben wollte, hängte 5 Patres in Tyburn wegen Hochverrats. Es entmutigte die Jesuiten nicht.
Karl II. War jedoch zu klug und zu misstrauisch für ihre Zuneigung, stets bereit, die Jesuiten fallen zu lassen. Trotzdem ein überzeugter Katholiker. Letztere dachten, der Sieg sei in Sicht, als Jakob II. Den Thron bestieg. Genau genommen setzte der König Maria Tudors altes Spiel fort, nur dass er sanftere Mittel gebrauchte. Maria Tudor war die Bloody Mary. Er gab vor, England zu bekehren und gründete für die Jesuiten im Savoyenischen Palais ein Kolleg, wo sich sofort 400 Schüler niederließen. Eine regelrechte Jesuitenkammeria übernahm das Palais. All diese Verkettungen waren die Hauptursache für die glorreiche Revolution. Die Jesuiten mussten gegen eine zu starke Strömung ankämpfen. Die glorreiche Revolution, eine Sache, über die ihr natürlich auch gelernt habt in dem Buch Alle Wege führen nach Rom, da hatte ich ja drüber gesprochen, 1988, wo man ja 1588 und 1688 gedacht hatte, die glorreiche Revolution war 1688 bis 1689, ohne Blutvergießen wurde damit, der Sturz des zum Katholizismus übergetretenen Königs Jakobs II., der Sturz bewirkt, aus dem Hause Stuart und die Thronbesteigung durch dessen protestantisch gebliebene Tochter Maria II. Und deren Gemahl Wilhelm III. Von Oranien, Erbstatthalter der Niederlande und Hauptgegner der Vormachtpolitik Ludwigs XIV. Von Frankreich. Das ist die wahre Geschichte. Eine Revolution, wo ein König abgesetzt wurde ohne Blutvergießen, weil er katholisch war, Jakob II. Charles ist das. Deswegen muss man auch immer aufpassen auf diesen Charles, den wir heute haben. Alle englischen Könige, die Charles hießen, oder Königsanwärter, wie unser Prinz Charles heute, ja, Sohn der Queen Elizabeth, waren katholisch. Und diesen Charles II., Jakob II., haben sie damals vertrieben. Das war die glorreiche Revolution. Und dann haben sie den Eid zur Thronbesteigung eingeführt, den ich in Englisch, das war nicht für euch in Deutsch, den ich in Englisch vorgelesen hatte, aus der katholischen Enzyklopädie von 1913. Ja, ja. Die Jesuiten mussten gegen eine zu starke Strömung ankämpfen. Damals entfielen in England 20 Protestanten auf einen Katholiken. Von einer Mehrheit mal gesprochen, ne? Der König wurde gestürzt. Alle Mitglieder der Kompanie wurden verhaftet oder ausgewiesen. Die Jesuiten nahmen vorerst wieder ihre Geheimagententätigkeit auf, doch war es nicht viel mehr als ein sinnloses Unterfangen. Sie hatten die Sache augenscheinlich verloren, bis 1830 das Befreiungsgesetz eingeführt wurde, das zur Oxford-Bewegung führte und mit den heute bekannten Auswirkungen. Geht da auf meine Lesung von in das Buch zurück, Alle Wege führen nach Rom. Da habe ich das ausführlich erklärt. Auch die Oxford-Bewegung und was mit dem Befreiungsgesetz auf sich hat. So, und wir sind natürlich mit dem Abschnitt 2 noch nicht ganz durch, weil wir müssen noch das Kapitel 6 lesen, das um Frankreich geht. Aber da der Autor selbst ja Franzose ist, ist das eins seiner längsten Teile in diesem Abschnitt 2 und das hebe ich mir dann auch für ein nächstes Video, weil wir sind schon eine knappe Stunde und wir wollen ja nicht übertreiben von der Länge her. Soweit, danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen, danke für eure Kommentare und bis zum nächsten Mal. Joggler66 von Stunde der Wahrheit sagt, Gott schütze und behüte euch auf all euren Wegen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Especially I work in dealing with the infiltration of churches and religious institutions as well as government that cover a tremendous number of institutions. And the purpose of that infiltration was what for? Well, the purpose is what the Roman Catholic system has all the time as her own purpose. Is to infiltrate, to penetrate all the areas of life where the Roman Catholic can have control and access for the coming world government.
Simply put, this country and this world benefit from your commitment to Jesuit principles, to being men. As a graduate of another great Jesuit institution, Xavier University, I have great affection for the value and purpose of a Jesuit education. What that means is, in preparation for that world government, the Roman Catholic institution, especially since the establishment of the Jesuit order in 1541, throughout all these 500 years, they've been in preparation, in through infiltration and penetration of every level of society, in order to take over the world politically and religiously. What a beautiful day the Lord has made. Holy Father, on behalf of Michelle and myself, welcome to the White House. There are two doctrines that define very well these dangerous goal of the Roman Catholic institution. Two doctrines define this very well. One is called the doctrine of the apostolic succession, and that is dealing with the papacy. And the other is the doctrine, the temporal power, and that is dealing with world government. Of course, both, because you can see that even the Pope and his own individual office, he meet those requirements. He is not only the head of his church, as he called himself, John Paul II, the present Pope, he said he is the pastor of his church. He is not only that, but he is the head of his state. It is a sign, perhaps, of how far we have come in this country that today's news of formal recognition between the governments of the United States and the Vatican did not create a furor. Once upon a time, it would have. Once upon a time, and not all that long ago, it did. From the time of President Washington, there was the first president to be utilized by the Jesuits. If you were not aware of that, President Washington already was initiated by the Jesuits to bring about the first communication with the Vatican ever known in this country. From there on, President Reagan, throughout all this time, President Reagan has come to fulfill the greatest moment in the history of this conspiracy.